Albert Pierpoint wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zum meistbeschäftigten und bekanntesten Henker der Welt. Viele Kriegsverbrecher wurden zur Rechenschaft gezogen und Pierpoint machte sich anschließend mit über 200 Hinrichtungen einen Namen. Zwischen 1945 und 1949 reiste Pierpoint mehr als 20 Mal nach Deutschland und Österreich und erhängte Nazis, die während des Krieges Gräueltaten begangen hatten. Einer dieser Kriegsverbrecher war Josef Kramer, der Kommandant von Auschwitz und Bergen-Belsen, wo die Gefangenen Kramer das Biest von Belsen nannten. Eine weitere von Pierpoint erhängte Person war die Hyäne von Auschwitz Irma Grese, die bereits als junges Mädchen als Aufseherin im Konzentrationslager gedient hatte. Eigentlich wurden die Kriegsverbrecher bis dahin durch Erschießen exekutiert. Doch nach Ansicht der Briten war diese Methode keine ideale Lösung, da es viel aufwendiger war. Und so wurde Alfred beauftragt. Der Henker verfasste in seinen Memoiren seine Eindrücke wie folgt zusammen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine niedergeschlagenere Gruppe von Menschen gesehen. Sie waren unrein, sehr grob gekleidet, geistlos und in meinen Augen hungrig. Der Henker richtete Dutzende weitere bösartige Kriegsverbrecher hin und mal erhängte er sogar 13 Personen an einem einzigen Tag. Außerdem erhängte er auch amerikanische Soldaten, die während des Krieges englische Frauen vergewaltigt und auch Zivilisten ermordet hatten. Die Hände des britischen Serienmörders John Christie wurden auf seinem Rücken gefesselt und er sollte im Pentonville-Gefängnis hingerichtet werden. Doch kurz davor klagte er über seine juckende Nase. Der Henker Albert Pierpoint beugte sich leicht vor und sagte zu Christie: Keine Sorge, es wird Sie nicht sehr lange stören. Einer der Gründe, warum Albert Pierpoint so bekannt wurde, war auch, dass er all seine Hinrichtungen mit größter Sorgfalt plante und sie äußerst effizient, ruhig und schnell durchführte. Er achtete stets darauf, dass der Verurteilte einen schnellen Tod erlitt und führte die Hinrichtungen mit der sogenannten Long-Drop-Methode aus. Dabei wurde die Länge des Seils so bestimmt, dass dem Delinquenten nach Öffnung der Falltür das Genick gebrochen, aber eine Enthauptung vermieden wurde. Denn ein kurzes Seil und somit ein kurzer Sturz bedeutete meistens ein langsamer Tod, wo die Person langsam strangulierte. Und ein zu langes Seil und der längere Sturz könnte mit so einer Wucht enden, dass der Gefangene enthauptet wurde. Albert Pierpoint war ein Meister dieses Handwerks und schaffte es während des gesamten Verfahrens ruhig zu bleiben. Ein Interview aus den 60er Jahren, in dem er seinen Prozess beschreibt, verdeutlicht die ruhige, gründliche Art und Weise, mit der er seiner Arbeit nachgehen konnte. Sie dürfen keine Gefühle zeigen und auch nicht emotional werden, denn der Gefangene muss letztendlich für das Verbrechen, das er begangen hat, bestraft werden. Sie müssen die Person mit so viel Würde und Respekt wie möglich behandeln, denn die Verurteilten betreten das Unbekannte. Und vor jedem, der sich ins Unbekannte begibt, ziehe ich meinen Hut. Zwischen 1932 und 1956 richtete Albert Pierpoint vermutlich über 400 Menschen, von berüchtigten Serienmördern bis hin zu Nazi-Kriegsverbrechern. Doch die genaue Anzahl der hingerichteten Personen hat Albert Pierpoint nie verraten und sie bleibt umstritten. Der britische Scharfrichter schrieb schon als kleines Kind in der Schule in einem Aufsatz, dass er eines Tages ein Henker werden möchte. Denn sowohl sein Vater Henry als auch sein Onkel Thomas übten diesen Beruf aus. Als 1922 Alberts Vater starb, erhielt er das Tagebuch und all die Notizen, die sein Vater über all die Jahre während den Hinrichtungen geführt hatte. Nachdem Albert Pierpoint die Geschichten seines Vaters studiert hatte, wollte er mehr denn je als ein Henker arbeiten und bewarb sich so beim britischen Innenministerium. Doch er wurde dort anfangs nicht angenommen und um über die Runden zu kommen, fuhr er für einen Lebensmittelgroßhändler als Lieferant in Manchester. 1932 wurde letztendlich eine Stelle als Henker frei und Pierpoint bekam schließlich die Gelegenheit, seine Träume zu erfüllen. Seinen ersten Auftritt hatte er als Assistent zusammen mit seinem Onkel Thomas und sie richteten jemanden in Dublin um. Allerdings dauerte es noch rund 10 Jahre, bis der eifrige neue Henker
seine erste Hinrichtung selbst durchführen durfte. Im Oktober 1941 schliff Albert den Gangster und Mörder Antonio Mancini zum Schafott in London und vollführte seine erste Hinrichtung. Danach war der berüchtigte Blackout Ripper dran, der innerhalb von 6 Tagen 4 Frauen ermordet und verstümmelt hatte. Nachdem er so viele verhasste Nazis hingerichtet hatte, wurde Pierrepoint quasi zu einer Berühmtheit und einem Helden in den Medien. Dies hatte jedoch dazu geführt, dass er seine Anonymität verlor, denn bislang war er in der Öffentlichkeit nicht als Henker bekannt. Er hatte eine Frau, die einen Süßwaren- und Tabakladen betrieb, und Pierrepoint übte die Tätigkeit des Scharfrichters als eine Art Nebenbeschäftigung aus. Die vielen Hinrichtungen in Deutschland und Österreich hatten jedoch auch etwas Gutes, denn der Scharfrichter hatte dadurch so viel Geld verdient, dass er seinen Job als Auslieferungsfahrer aufgab und ein Wirtshaus in Hollywood eröffnete. Sein Ruf eilte ihm voraus und die Menschen strömten zum Gastwirt, um sich vom Nazi-Henker servieren zu lassen. Jedoch hatte er seinen Job als Henker noch nicht ganz zum Erliegen gebracht und hin und wieder wurde er noch zu einer Hinrichtung gerufen. Albert richtete sogar einen seiner Stammgäste namens James Corbett hin, der aus Eifersucht seine eigene Frau nach einem Pubbesuch ermordete. So ging es noch 5 Jahre weiter bis ins Jahre 1956, wo Albert Pierrepoint endgültig mit seiner Tätigkeit als Henker aufhörte. In England wurden Hinrichtungen erst 1965 verboten. 1974 schrieb Albert Pierrepoint eine Abhandlung, in der er feststellte, dass die Todesstrafe Kriminelle nicht abschreckt. Es soll eine abschreckende Wirkung haben. Ich kann dem nicht zustimmen. Seit Anbeginn der Zeit hat es Morde gegeben und wir werden bis ans Ende der Zeit nach Abschreckungsmitteln suchen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Hinrichtungen nichts lösen und nur ein antiquiertes Relikt eines primitiven Rachegelüsts sind, das es sich leicht macht und die Verantwortung für die Rache anderen Menschen überlässt. Dies waren seine Worte. Doch nur 2 Jahre später schien Pierrepoint seine Meinung geändert zu haben. In einem Radiointerview mit der BBC erklärte er, dass die Kriminalität in Großbritannien seit dem Verbot von Hinrichtungen zugenommen habe und dass sein Land möglicherweise die Todesstrafe zurückführen müsse, um das Problem zu lösen. Albert Pierrepoint starb am 10. Juli 1992 im Alter von 87 Jahren in Southport, der Küstenstadt in der Nähe von Liverpool, wo er sich mit seiner Frau zurückgezogen hatte. Er wird oft als der letzte Henker Englands bezeichnet, doch dies entspricht nicht ganz der Wahrheit. Denn bis 1964 wurden in England noch Hinrichtungen durchgeführt. Und die letzten beiden Henker waren Harry Allen aus Manchester und Robert Leslie Stewart aus Liverpool. Vielen Dank fürs Zusehen und um keine weiteren spannenden historischen Ereignisse wie diese zu verpassen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren.